Die Messer- oder Feitelschmiede aus Oberwart hatten sich schon im 19. Jahrhundert einen legendären Ruf erworben. In ihren kleinen Werkstätten mit Gebläse und Feuerbank hämmerten, formten und lochten sie die glühenden Klingen. Auch noch in den 50er Jahren. Das Material, den Stahl, ließen sie sich aus den ungarischen und bayerischen Eisenwerken liefern. Der echte Oberwarter Feitel war ein äußerst einfaches, aber solides Messer mit einer spitzen Klinge und einem schön gedrechselten Stiel aus Kirschen- oder Buchenholz. Dieser Feitel spielte eine besondere Rolle im Leben der Jugendlichen. Es gab eigene Vereine mit strengen Clubregeln. Wer seinen Feitel einmal vergessen hatte, musste Strafe zahlen.